Die Immobilie des Monats wird Ihnen präsentiert von Frank Hoffmann Immobilien. Herzlich willkommen zur Immobilie des Monats. Ich begrüße heute Tore Hoffmann, Geschäftsführer Frank Hoffmann Immobilien aus Kaltenkirchen. Herzlich willkommen. Hallo Herr Winter, moin. Moin. Sie haben mal wieder, ich sage das ja fast jeden Monat, wieder einen Knaller mitgebracht. Ein tolles Haus in einer tollen Lage mit einem riesen Grundstück und einen tollen Zuschnitt, wie ich finde. Genau, so kann man es auf den Punkt bringen. Auf jeden Fall. Wir haben hier also ein Einfamilienhaus, Baujahr 98, also somit auch noch ein recht junges Haus, nach dem heutigen Stand mehr oder weniger errichtet. Was wirklich hervorzuheben ist, die extrem gute Wohnlage. Wir befinden uns da in einer der gefragtesten Lagen von Kaltenkirchen, gleichzeitig noch in Sackgassenlage und direkt an einer Wiese gelegen, also direkt an der Natur. Außenanlage hervorragend geeignet für Familie mit mehreren Kindern? Ja, Außenanlage genauso wie von innen, also der Schnitt des Objektes wie auch das Grundstück, das ideale Haus für die Familie. Dafür wurde es auch damals gebaut und jetzt sind die Kinder flügge geworden und nun verkleinert man sich wieder. Ja, über 180 Quadratmeter Grundriss, lassen Sie uns ein großer Carport dabei, lassen Sie uns mal ein bisschen in die Details gehen. Genau, also spannend ist die Wohnfläche mit 186 oder 187 Quadratmeter Wohnfläche, hat man halt einfach einen Grundriss mit großzügigen Zimmern. Und das merkt man hier sehr, wir haben also nicht zu viele Zimmer, aber alle Zimmer haben einen reellen Schnitt und somit eben für die Familie geeignet. Und als erstes kommen wir in die Diele. Also auch die schon. Auch die einladen. 15 Quadratmeter ist groß. Genau, oder? Man kommt rein, kann auch, wenn man Besuch empfängt, kann man alles, ja, eben halt alle in Ruhe empfangen, in Ruhe die Schuhe ausziehen. Garderobe ist vorhanden, was sehr praktisch ist. Wir haben dann das Gäste-WC, sehr typisch im Flurbereich. Gleichzeitig aber geht noch der Hauswirtschaftsraum von der Diele ab und der wiederum besitzt einen Zugang zur Garage. Und ein Bad. Genau, und ein Bad haben wir im Erdgeschoss. Was ja auch ungewöhnlich ist. Oder? Genau, Hintergrund ist, dass wir eben halt noch ein Schlafzimmer im Erdgeschoss haben. Und somit kann man dieses Objekt für die Eltern zum Beispiel ebenerdig nutzen. Dadurch, dass wir da ein sehr, sehr schönes und großzügiges Badezimmer haben. Und oben ist dann die Etage für die Kinder zum Beispiel. Riesenwohnzimmer, 45 Quadratmeter mit Essbereich und einer offenen Küche. Genau, also wie ein offener Wohnbereich mit, wie gesagt, 45 Quadratmeter Zugang dann auch nach draußen zur Terrasse. Hinzu kommt noch der schöne Erker im Essbereich, sodass ein schöner großer Esstisch dort Platz hat. Und dann hat man eben halt die Verbindung zur schönen Einbauküche. Von der Einbauküche geht es dann auch wieder raus zur Terrasse. Und sehr praktisch angegliedert an der Einbauküche ist dann noch der Vorrats- oder Abstellraum, der wiederum auch Zugang zum Flur bietet. Also eigentlich ein sehr, sehr gelungener Grundriss. Absolut. So, kommen wir ins Obergeschoss. Genau, dort haben wir es wieder sehr klassisch. Das sind drei Zimmer, allerdings die sehr großzügig geschnitten, sodass keins der Kinder sagen kann, ich habe zu wenig Platz. Hinzu kommt dann logischerweise der Flur, dann noch der Heizungs- und Abstellraum und dann auch wiederum ein ganz, ganz tolles Badezimmer mit Sauna integriert. Mit Sauna, das fand ich sehr spannend im Obergeschoss. So, das heißt, das große Badezimmer ist unten und oben ist dann Sauna mit angeschlossenem Duschbad. Genau, also wie gesagt, auch fürs Wellness ist gesorgt. Also alles, was das Herz begehrt. Heizung ist relativ neu, ist schon eine Brennwerttherme, die wir dort verbaut haben. Ansonsten auch die Energiekosten überschaubar, da das Objekt auch damals schon eben energetisch sehr gut gebaut wurde. Und wie schon bereits gesagt, die Wohnlage ist einfach dort 1A, also es geht kaum besser für Kaltenkirchen. Hinzu kommt noch, wir haben eine Auffahrt, gepflasterte Auffahrt mit einer Garage und ein Carport, was auch für ein Wohnmobil geeignet wäre. Wow, ja. Lässt sich wenig hinzufügen. Ab wann steht das Objekt zur Verfügung? Würde zur Verfügung stehen in den nächsten 4 bis 6 Monaten. Also okay. Also ganz normale Übergabetermin. Ja. Genau. Wunderbar. Ja. Hoffmann, vielen Dank. Bitteschön. Mehr Informationen zu der Immobilie des Monats und weiteren Immobilienangeboten erfahren Sie direkt unter www.frankhoffmann-immobilien.de.